Oh, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Worm Total War. Und eine kleine Information am Rande. Und zwar wird Third Age erstmal gestoppt. Dadurch, dass jetzt das 3.0 Update rausgekommen ist, und ich mir das gezogen habe, ist jetzt die andere Kampagne sowieso futsch. Es wird gestoppt. Und ich werde noch mal ein bisschen warten und gucken, ob jetzt vielleicht eine deutsche Übersetzung dafür rauskommt. Wenn diese rauskommt, geht Third Age weiter. Ich meine, ich könnte es auch auf Englisch spielen, aber das ist für alle Beteiligten schöner, wenn es auf Deutsch ist. Und also ich habe es schon gespielt und es ist richtig geil gemacht mit den Städten. Das haben die richtig gut gelöst und ich würde mal sagen, wenn es dann soweit ist, da könnt ihr euch auf was richtig Geiles freuen. So, wir haben heute auch nur eine Folge zur Verfügung und wollen hier mal ein bisschen die Sassaniden kaputt hauen. Was bist du denn hier für einer? Ach, das ist die Armee hier. Das war eben nur ein Diplomat. Bauern, ja gut, okay. Wie lange halte ich noch stand? 6 Runden. So, die haben wir ja letztes Mal eingenommen, wenn ich mich recht entsinne. Gut, Attentäter erwartet Befehle. Das kann ich nicht tun. Hatra wollen wir dann mal bald erobern. So, können wir hier dann ja ein paar Soldaten gleich mitnehmen. Von wo rekrutiere ich denn mal? Welche rekrutiere ich noch? Bauern. Hier haben wir die Kavallerie-Reserve, da können wir ruhig nochmal zwei nachbauen. Hier haben wir solche. Hier haben wir das. So, die laufen dann dahin. Gucken mal, was sich da für eine Siedlung befindet. Ja, und du. Und du und du. So wie ihr. General. Imperator. Stoßt vor. Wir können nicht weiter. So, gepanzerte Kamelsäule. Und Kamelräuber hole ich mal noch dazu. Was haben wir denn da drin? Achso. Schon mal kein General. Zwangsspeerträger, ja gut. Die haben alle noch keine Rüstungsstufe, nur leichte Bronze-Veteranstufe. Gut, das versuchen wir gleich mal auf gut Glück. Hier oben müssen wir mal eben im Auge behalten. Die Sarmaten, die hier durchmarschieren. Keine Ahnung, ob die die Stadt hier wollen oder einfach nur durchmarschieren. Das werden wir gleich sehen. Oh, was will der hier? Aha. Nein. Das ist so eine interessante Siedlung da oben. Anscheinend wohl schon. So, die Hunde ziehen weiter. Die Flotte wird angegriffen. Wo? Achso, hier. Das hier überhaupt für eine Flotte. Hier ist ein Aufstand. Gut, das wundert mich jetzt aber nicht. Gesundheit. Na, machen wir mal eine Arena. Um die Zufriedenheit mal ein bisschen zu erhöhen. Da in dem Aufstandsgebiet. So, jetzt frage ich mich, wo will die Flotte hier hin? Habe ich der irgendeinen speziellen Auftrag? Achso, die will dann bestimmt den hier transportieren.
Ah, hier kommen jetzt die ganzen Generäle da mal zu den verschiedenen Städten. Flotte bereit! Ei, ei, Captain! Befehle! So, wo soll er hin? Flotte bereit! Packen wir den einfach mal nach Salamis. Momentan geht es nicht weiter. So, Siedlung wird belagert. Kleinstadt wächst, Kydonia. Da kommt ein Statthalterpalast hin. Und wir lassen es mal auf dem normalen Steuersatz. Oh, hier haben wir Minen plus 1. Ah, wer ruft denn jetzt an? Mal eben ein kurzer Break, Leute, bis gleich. So. Weiter geht's. Also, der kann mal... Achso. So, wollen wir mal nur den hohen Steuersatz machen. Und dann bauen wir hier mal... eine Arena hin. Na, ich weiß nicht. Müssen wir wieder ein bisschen Spanner bauen. Ah, da kommt mal ein Markt hin. So, hier ist eine Wehrkaserne. Gut, das ist ja auch für hier oben. Da brauchen wir dann jetzt mal eine Legionskaserne. So, Philadelphia. Kann ich erstmal nichts bauen. Kann ich jetzt rekrutieren? Das weiß man noch nicht. Kydonia wird jetzt schon gebaut. Oh, hier wird eine Arena gebaut. Gut. Rekrutierungsbericht, diplomatische Informationen. Miteinander im Krieg. Westliches römisches Reich, die Hunden und die Sarmaten und das östliche Reich. Gut. Du hier. Das kannst du noch mitnehmen. Na, Balliste brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Nimm mal einen Tunnelbauer und einen Turm. Das reicht, denke ich mal. So, und du kommst auch noch mit. Aber du kommst erst gleich mit. Mit einer neuen Armee. So, dann gehst du hier mal weiter rein und guckst einfach mal die nächsten Städte an. So, die hier oben, die war ja noch 5 Runden halt durch. Gut, dann eine Runde beenden. Ach, mein Schiff hier mit Salamis. Stadt ist der jetzt? Ja, Aufstand, bla bla. Ein Tartus. Gut, dann kann er auch gleich mit einer Armee. Dann bauen wir hier mal noch solche. Agent entdeckt. Das lernen wir nicht. Wo denn? In Antioch? Ja, aha. So, Rundenbericht. Stadt wächst. Sinope. Dann bauen wir hier Palast des Pronkonsuls. Gut. Baubericht. Christliche Basilika. In Konstantinopel. Oh, dann brauchen wir jetzt mal das billigste. 2,4. 2,4. Nehmen wir 2,4. Hauptstraßen 1,5, 2,8,
Was denn? Dann kommt hier. Und schmieden. Alexandria. 2, 1, 1. Dann kommt hier ein Rüstungsbauer hin. Und Sinope wird schon gebaut. Sehr gut. Dann hat das ja gerade so gepasst. So. Flotte bereit! Setzt die Segel! Alle Mann an Land! Ja, stoßt vor! So, guten Appetit, viel Spaß! Ja, Kapitän! Ach ja. So. Und zwar, wenn wir hier mal mit der Kavallerie. Obwohl die Kavallerie bringt mir eigentlich nichts bei Belagerung von Hatra. Da brauche ich eigentlich mehr hiervon was. Aber da müssen jetzt mal eben die Soldaten stehen bleiben, weil Jerusalem gerade ein bisschen kritisch ist. Ja, pass mal auf, denn hier, du kommst her und nimmst dir hier die mal mit, inklusive der. Genau, und dann holst du dir noch den und einen Armbrustschützen dazu. Und marschierst ebenfalls mal nach Hatra. Vielleicht klappt es ja so. So, hier war ja ein Aufstand. Aufständische. Aufständische. Naja, gut. So, der hat noch 4 Runden. Genau. Dann wollen wir mal hier unseren Attentäter noch ein Stückchen weiter vorbewegen. Mal gucken, wo hier noch eine Siedlung ist. Und wo hier muss da noch eine sein. So, und die hier unten, die sollen natürlich auch weiter hier hingehen. Ach, oh, das ist ja... das schaffen meine. Na, dann mal rein da. Die Siedlung, die kriegen wir rein. Einfach. Gut. Dann, oh Mann. Ja, ich würde mal sagen, die Hunden haben wir ja schon vertrieben gehabt. Dann wollen wir mal gucken, was die Sarmaten uns zu bieten haben. Ob die schaffen, unsere Stadt direkt an der Front einzunehmen. Unsere nördlichste Stadt. Die, die auch am weitesten oder am nächsten an Rom ist. Männer! Okay, das sieht schon mal ganz anders aus, was sie hier zu bieten haben. Das sieht verdammt beschissen aus. Also, was haben die hier? Ein Turm, 2 Leitern und ein Rambock. Das war's hier. Das war's auf der Seite. So, die hier haben noch einen Rambock. Ja. Hier haben wir eine Leiter, einen Rambock. Gut. Das heißt, meine Kavallerie kommt mal eben in die Mitte. Ist das hier die Mitte? Nee, da. Beziehungsweise nicht Mitte, sondern zum Stadtzentrum. So. Abrücken!
Einheiten! 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 Marschieren! Einheiten! Standard! Einheiten! Einheiten! So. Jetzt, Kommandant, jawohl, ohne Befehl feiern! Ah, müssen die hier mal oben stehen bleiben? Ohne Befehl feiern, Kommandant! Ja! Jawohl, Imperator! Jawohl. Kommandant! So, und die Bauern. Hier unten. Achso, na gut, dann können die Bauern. Mal eben dahin. So, das Problem ist jetzt aber folgendes. Hier hinten baue ich ja auch noch was. Aber das sollte ich so hinkriegen. So, und dann zur Sicherheit noch eine Einheit. Und zwar die, die hier ganz außen steht. Und dann, ja, wollen wir mal gucken. Am schönsten wäre es, wenn auch als erstes die Rammböcke kaputt gehen. Damit die Kavallerie hier gar nicht erst reinkommt in die Stadt. Huhuhuhu. So, den könnt ihr schon mal kaputt machen. Kommt schon. Ja, macht ihn kaputt. Kommt, 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 kommt. Mach die bitte kaputt, bitte. Mach den kaputt. Kommt schon. Nein, 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 nein. Kaputt soll er gehen. Oh, verdammt. Verdammt, der Rambock ist schon mal dran. Der hier ist kaputt. Die Leitern haben die Mauern erreicht, aber römischer Stahl wird den Feind abwehren. Oh, der Turm ist kaputt. Das ist doch gut. Ja, das Tor wird hier nicht standhalten. Aber wenn ich hier hochkomme, das nützt denen auch nichts. Oh, doch, Elitekrieger haben sie als S reingesteckt. Natürlich sehr schlau von denen, dass die erstmal den Weg frei machen sollen. Jetzt bin ich mir gerade überhaupt nicht sicher, ob ich einfach nur die Lautstärke jetzt so laut vom Spiel gedreht habe oder ob also meine Kopfhörer einfach nur laut gemacht hat oder ob das Spiel jetzt wirklich so laut ist und man mich kaum hört. Aber naja, so, eigentlich ist hier jetzt auch der Part vorbei, aber den mache ich jetzt noch eben zu Ende, die Belagerung. Und dann, ja. Es ist ja doch mehr als nur ein Part heute.
Na gut, das wird aber nichts mehr. Ich kann jetzt alles schon mal zurückschicken. Denn wenn die Tore fallen, das bringt mir nichts. Ja, das wird nix. Die Mauern sind nicht mehr unser. Der Feind hat sie besetzt. Ja, schade, dass er nicht aufgeben kann. Obwohl, Moment mal. Bringt das was? Ich bin der Meinung, dass... Oder? War das nicht so? Ich muss mal eben kurz was ausprobieren. Zuerst mal wieder normale Geschwindigkeit. Das leckt gerade auch wie die Sau. Na, machst du mal wieder normale Geschwindigkeit. So. Ich bin der Meinung, das bringt was. Schlacht verlassen. Ehre Roms Überlebende. Bereit, aber unser Ruhm liegt nach dieser Niederlage in Fetzen. Überlebende. Können die da jetzt fliehen? Oder... Überlebende? Das wäre ja gut, dass wir die Stadt dann sozusagen einfach aufgegeben haben. Weil... Nö. Na gut, das mache ich jetzt nicht so. Da muss ich jetzt mal eben einfach nur automatisch berechnen machen. Oh, sogar gewonnen. Mann, hab ich ein Glück. So, hier ziehe ich jetzt mich mal eben zurück. Na gut, das finde ich jetzt aber scheiße. Ich habe jetzt gedacht, wenn ich mich da aus der Stadt zurückziehe, es waren noch 800 Überlebende, dass die dann auch überleben. Aber das haben sie dann doch nicht. Naja gut, okay. Dann habe ich es jetzt auch mal wenigstens mal herausgefunden. Gut, haben wir eine Stadt geplündert. Sehen wir um. Diese Stadt wurde vollkommen ausgeplündert. Ja, ist dann halt eben so. So, mal eben hier zu Ende bauen. So, Athen kommt eine Kaserne. Ja, die Schlacht hätten wir eben eh nicht gewonnen. Und da ich heute mal wieder so wenig Zeit habe, musste ich das jetzt halt dann mal eben so beenden. Auch wenn es jetzt ein bisschen schade ist. Aber so ist das nun mal manchmal im Leben. So, ja, komm hier, zack. Können wir auch mal fortbilden. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut und ja, als nächstes kommt jetzt Dungeons. Und wie gesagt, Third Age ist erstmal pausiert, solange bis da irgendwas mit deutscher Übersetzung rübergekommen ist. Falls ihr was davon wisst, dann könnt ihr mir auch Bescheid sagen und ja. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüssikowski.